Zirkus Brettspiele. Mein Name ist Nils Valdora aus dem Hause Abacus und wir sollten jetzt zum Schluss kommen, oder? Es geht ja jetzt schon ins Endspiel und Blau hat hier noch Vorrat. Deswegen nutzt Blau den auch, um hier an der Stadt vorbeizukommen und hier auf das fette Feld zu kommen. Denn Blau hat glücklicherweise diese drei, die er sofort nehmen kann. Also Gelb hier, Grün hier und Rot hier. Und jetzt für zwei, und er hat sechs Kröten gerade, kann er sich noch eine weitere Farbe aussuchen. Und dann nehme ich Grün. Warum? Weil hier und hier grüne Aufträge liegen. Das heißt also, wenn ich es jetzt schaffe, jede Menge Aufträge zu kriegen, vielleicht gleich da, dann sollte das klappen. Rot hat noch einen roten Auftrag. Bis zum roten Auftrag ist es in Anführungsstrichen weit. Schnell geguckt, ob ich eher, ich habe keine Nahrung als Roter. Die beiden hier habe ich doch erledigt. Fällt mir gerade ein. Letzte Runde, oder? Ich gucke mal eben unter. Ja, habe ich vergessen, die Steinchen wegzumachen. Ich habe hier aber auch noch Grün. Da könnte ich natürlich jetzt hier in den Grünen reingehen und mir schnell noch einen Grünen holen. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn ich zwei Grüne, einen Blauen und vielleicht sogar noch einen Lilanen kriege. Weißt du was, das mache ich mal. Ich gehe mal hier rein und kaufe mal für zwei Silberstücke diese beiden Aufträge hier und hoffe, dass das noch was wird. Hier wieder mit drei Diamanten, das ist schön. Ja, und er ist vollgesogen, insbesondere mit Grünen. Und ich habe auch die zwei grünen Aufträge. Also warum nicht direkt zu Grün hier hingehen und diese beiden Grünen abgeben und die beiden grünen Aufträge erfüllen. Dafür gibt es dann in der Tat als Belohnung eine grüne Plakette. Danach gibt es dann nicht mehr den grünen Auftragsmenschen, weil der ist schon weg, und noch eine grüne Plakette. Damit ist jetzt auch Grün alle und wir haben hier wirklich nicht mehr viele Runden vor uns. Das kann man jetzt schon sehen. Also, Blau sollte jetzt Aufträge sammeln und da bietet sich Grün, Gelb und so weiter und so fort an. Ja, und dann direkt hier rein und einmal umdrehen hier. Zwei Grüne, wunderbar. Also hier zwei Grüne und ein Gelben. Das sind drei Silberlinge, die ich ausgebe. Ja, zurück zu Rot. Rot merkt auch, dass es jetzt sehr knapp wird, hat sich gerade dieses hier gut und braucht noch sicherlich Grün, Blau und Rosa. Das wird knapp, 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 zumal es nicht alles auf einem Fleck gibt. Also einmal hierhin und auf jeden Fall ein... Und da fängt es schon an. Eher einmal hierhin und diese beiden genommen, Rosa und Grün. Oh, da gehört Blau hin. Weißt du was? Dann habe ich auch das verpatzt. Dann gehe ich hin und hole mir Gold als allererstes. Silber natürlich. Entschuldigung. So, damit kann ich dann nämlich gleich noch meinen Esel, meinen Wagen bezahlen. Meinen Karren. Ja, und dann bei Grün. Grün hat ja noch diesen Auftrag hier mit dem Violetten und hier noch einen Violetten. Nun ist er leider da. Brot habe ich auch nicht mehr. Also keine Nahrung. Ich kann da also nicht hinsprinten. Danach habe ich noch einen roten und einen blauen. Die Frage ist, wo kriege ich das her? Hier hätte ich noch einen blauen. Mir fehlt aktuell Silber davor, um was zu kaufen. Will ich also noch mal einmal bei Silber zwischenstoppen. Und ich denke, das ist das Einzige, was ich machen kann. So, ich habe das Gefühl, dass dieses schon meine letzte Folge sein könnte. Blau geht jetzt hier direkt zur grünen Mine, gibt die beiden Grünen ab. Zack, hier in die Mitte. Die beiden Grünen gehen hier unter und ihr seht, es gibt keine Grünen mehr, also nehme ich hier die Gelben dafür. Aber ist ja auch nicht schlecht. Jetzt habe ich hier noch den Goldenen und da auch noch einen Goldenen, den ich gleich mache. So, bei Rot kommen wir jetzt aber zu der Sache, die ich mir eben schon vorgenommen hatte, nämlich hier hingehen, zack, und hier nehme ich jetzt einen Grünen, einen Blauen auf. Und den dahin und für den Grünen zahle ich jetzt zwei Silberstücke. Und auch das habe ich dann gemacht für den Roten. Was macht der Grüne? Der wollte ja so langsam hier rüber, hat aber sich überlegt, hier zwischendurch noch einmal das Buch umdrehen.
Oh, und jetzt guck mal hier. 3, das ist fast zu teuer. Also kaufe ich nur den hier für einen einzigen Silberling. Ja, das war fast eine verschwendete Runde, würde ich sagen. Und bei Blau sieht so aus, der geht hier rein und nimmt sich Essen, Nahrung. Vielleicht hilft das ja. Bei Rot. Rot braucht unbedingt noch einen dieser Steine. Den habe ich noch nicht aufgenommen. Und dann sollte ich auch fast alles haben für meine 2 Aufträge. 3, 4, 5 Steine. Das heißt also, wenn ich jetzt hier hingehe, dann habe ich es in der Tat geschafft und habe alles für meine letzten 3 Aufträge zusammen. Fehlt nur noch die Geschwindigkeit, dahin zu kommen, wo ich eigentlich will. Das können sich jetzt auch die anderen aussuchen, was Sachstand ist. Und bei ihm ist es so, er hat ja gerade einen blauen aufgenommen, hat noch einen violetten. Wo kann ich blau und violett aufgeben? Beide da hinten. Nun habe ich auch nichts zu essen. Das heißt also, wie komme ich schnell genug ran? Ja, und ich denke, hier hin und das Essen nehmen ist vielleicht eine Variante, die Grün hier noch machen kann. Blau hatte das eben schon gemacht und gibt jetzt hier den gelben ab. Und nimmt damit den letzten gelben und geht hier hin und hat auch den Auftrag erledigt. Und dann ist es jetzt an Rot, hier sowohl zu dem Weißen zu gehen, das ist das Präferierte, dann noch das Grüne und das Rote, sehr viel, was er nicht kann, als erstes hier zum Roten, den Roten abgeben, den roten Auftrag hier unterschieben. Und weil Rot nicht mehr da ist, kriege ich einen Weißen. Zurück zum grünen Spieler und ja, der hat jetzt direkt vor sich, geht hier zu Lila, gibt seinen Lilanen ab, kriegt den lilanen Auftrag sicher fertig und nimmt dann hier die vorletzte lila Plakette und es sind noch 2 weiße da, also viel ist nicht mehr zu holen, ehrlich gesagt, jetzt an der Stelle, aber okay, das ist so, wie es ist. Blau hat jetzt gar nichts mehr und das macht Blau natürlich jetzt wirklich viel zu schaffen. Er hätte noch einen blauen und einen roten Diamanten. Die beiden helfen ihm jetzt nichts. Geld hat er auch nicht mehr. Bei dem sieht es echt ganz, ganz schwierig aus. Das Einzige, was der noch machen kann, nee, auch das kriegt er nicht mehr hin. Puh. Weißt du was? Der geht mal hier hin. Und versucht ein Buch umzublättern. Ist nur die Frage, in welche Richtung. Mal in diese hier. Und auch daneben gegriffen. Ja. Und damit hat er dann schon seinen Zug verwirklicht. Schade. Der hat wirklich sehr viel Pech gehabt. Bei Rot. Rot hat auch nichts zu essen aktuell. Das heißt, Rot muss irgendwo zwischenstoppen. Und den einzigen Zwischenstopp, den ich machen kann, ist hier. Holt sich nochmal Essen. Und dann Grün, der aber Essen hat, will aber als allererstes hier zu dem Blauen, gibt den blauen Kristall ab und baut den rein. Für Blau, Achtung, gibt es jetzt einen Weißen und man kann es sich kaum vorstellen, es dauert noch garantiert wenigstens eine Runde. Ja, Blau ist der Einzige, bei dem es wirklich vorne und hinten nicht gereicht hat mit der letzten Runde. Und stehen bleiben darf man auch nicht. Das heißt, das ist auch noch blöd. Der steht hier wirklich ganz doof rum jetzt. Und der holt sich hier nochmal 6 Silber, also 5 Silber, um genau zu sein. Und damit habe ich wirklich wieder kaum was geschafft. Das war schwach. Und Rot beendet dann das Spiel. Nee, weißt du was? Weil Blaue eigentlich weiß, dass das Spiel beendet wird, macht er was anderes. Das war ziemlicher Käse, den ich mir da überlegt habe. Blau geht einfach. Gibt es irgendwo Grün und Gelb noch zusammen? Nein, natürlich nicht. Doch, hier unten, aber da komme ich nicht hin. Doch, da komme ich hin. Ich habe noch Essen. Das heißt, dahin Grün und Gelb. Dafür werde ich jetzt mein Essen aufwenden, was ich hatte. Warum? Denn ich denke, dass Rot es beenden wird. Und so wird es sein. Rot geht natürlich nochmal hier hin und gibt ab. Einen blauen, einen rosafarbenen und einen grünen. Diese hier, zack, dahin. Dafür kriege ich natürlich den. Und weil ich die weiße Fabrik habe, sogar noch 10 Punkte. Das war ein 25 Punkte
Zug wenigstens. Und da die Runde zu Ende gespielt wird, wird Grün jetzt den allerletzten Zug machen. Und Grün hat eigentlich nichts mehr, was er machen kann. Grün überlegt sich also auch nochmal Edelsteine aufzunehmen. Und es ist so, umso mehr Edelsteine man hat, umso besser zum Schluss. Nichtsdestotrotz, ich kann auch nicht so viele mehr nehmen. Es sei denn, ich gehe hier zu den Zweien, hier zum Beispiel. Oder aber auch hier oben kriege ich auch zwei. Und deswegen gehe ich direkt hier hin und nehme mir einfach hier einen grünen und einen davon. Und damit sind dann auch alle Züge vorbei. Und das war's aus Valdora. Jetzt geht es ans Punktezählen. Und zum Punktezählen nimmt man sich am besten die Helferkarte. Die hilft da nämlich. Man kriegt für Aufträge Geld, für jede Farbe, die man hat, 10, für Fabriken was, für Bonuskarten, die man hat, und für Edelsteine. Ich werde euch das jetzt also mal zeigen, hier am Beispiel des blauen Spielers. Ihr seht hier unten aufgedruckt 3 Punkte, nochmal 3 sind 6, nochmal 3 sind 9, nochmal 3 sind 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 30 Punkte vorweg. 33, 36, 39, 42, 45, 48, 49, 50, 52 plus 5 sind 57 und dann hier noch ein bisschen was dazu. 57, 67, 77, 87, 97 Punkte. Also fast 100, genau genommen 97 Punkte hat der blaue Spieler. Kommen wir zu Rot. Auch bei Rot sieht es natürlich fett aus. Und Rot hat erst einmal hier 30 vorweg. Das ist natürlich eine fette Tasche. Hat dann weitere 30 hier durch diese. Macht schon mal 60 vorweg, bevor irgendetwas gezählt wurde. 60 weitere 70 Punkte hier für die beiden. 75 alleine für dieses Ganze hier. Damit hat er doch schon fast gewonnen. Mit dem 90 hier, denn das ist 15 wert. 90. 3 Dreier, 99. Ein Edelstein, 100. 115, 130. Hui, jui, jui. 145. 160. 166, 169, 172, 175 Punkte für Rot. Hui, kann Grün das schlagen? Und was machen wir bei Grün? Auch da zählen wir mal hier 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 61, 71, 72, 73, 74 und dann 84, 94, 104, 114, 124, 124, 134, 144 Punkte für Grün. Ja, und damit klarer Sieger, 175 zu 144 zu abgeschlagenen 97 für den blauen Spieler. Und da kann man klar sagen, dass hier sicherlich einige Strategien aufgegangen sind. Die werde ich gleich besprechen in meiner Nachbesprechung. Aber das war jetzt die komplette Durchgespielt-Serie zu Valdora aus dem Hause Abacus Spiele. Mein Name ist Nils, Zurils Brettspiel durchgespielt. Und wir sehen uns gleich wieder zu meinem feinen Fazit. Bis dann, alles Gute. Tschüss. Thank you.